Hi Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part Enshrouded. Nur so kurz nebenbei für alle, die auch Asuka auf meinem Kanal schauen, das ist leider nicht mehr in der Demo-Version. Das heißt, es wird leider keine weiteren Videos vorerst dazu geben. Wenn das Spiel dann rauskommt, dann können wir uns ja überlegen, ob wir das Let's Play weiterführen möchten oder halt eben lieber ein anderes Spiel spielen möchten. So, genug zu Asuka. Enshrouded. Ja, wir gucken einfach, was wir machen. Vielleicht holen wir heute jetzt die Schmiedewerkzeuge. Und dann sehen wir einfach weiter. Also in dem Sinne, Leute, viel Spaß und let's go. Wir sind ja im letzten Part hier stehen geblieben, bei dem Tor zu Säulen der Schöpfung. Wir waren ja auch schon drin und haben, wie ihr sehen könnt, ja auch schon die Schreinerwerkzeuge. Deswegen, meine lieben Leute, möchte ich eigentlich, dass wir kurz nach Hause düsen. Und zwar nach dort. Damit wir die Schreinerwerkzeuge platzieren können. Und gegebenenfalls haben wir ja dann auch schon wieder neue Quests. Also, hier ist unser guter Schreiner. Was möchtest du uns denn sagen? Du hast Schreinerwerkzeuge für mich. Perfekt. Leg es in der Nähe ab, damit ich mit der Arbeit beginnen kann. Ja, das machen wir. In der Nähe ablegen. Hoppala. Stellen wir es doch einfach dorthin. Aje, vergiss mein Schreinerwerkzeug nicht. Ich bezahle auch. Ja, mit was hast du jetzt bezahlt? Gut, kann er denn jetzt irgendwas Neues machen? Ach Leute, wir können den Wasserbrunnen machen. Na klar, cool. Dann haben wir den jetzt auch schon erledigt. Ich denke, ich stelle den draußen auf. Irgendwo. Wobei es halt hier nicht wirklich flach ist. Ich kann ihn jetzt nur hier oben hinstellen, aber das ist doch eigentlich scheiße. Naja, ist wurscht. Platziert ist platziert und genau. So. Was wird uns denn jetzt hier noch alles gesagt? Was hat sie denn? Flammenblut, ich bin das Klima hier noch immer nicht gewohnt. Die Dünen des Ödlands waren einst meine Heimat. Ich frage mich, was hier blühen könnte. Mit einem großen Almanach der Pflanzen und Setzlinge könnten wir fantastische neue Feldfrüchte anbauen. Ich habe meinen in einem Lager zurückgelassen, als meine Karawane vor Gefahr floh. Könntest du sie mir bitte zurückbringen? Ja, kann ich machen. Okay, wir können dann also diesen Rooibos-Tee machen. Dafür brauchen wir aber den Almanach. Almanach, genau. Und Pilzomelette und gekochte Eier. Ofen. Oh, dafür haben wir leider nicht genug Dinger. Und wir brauchen dafür auch den Almanach. Okay, da müssen wir uns das auf jeden Fall schon merken. Dann hat irgendwie jeder was zu sagen, wie es scheint. Ein Alchemist ist nichts ohne seinen Kessel. Meiner ist vor langer Zeit in Flammen aufgegangen, aber unsere liebe Emily Frey hat mir neue Hoffnung gegeben. Sie erzählt von Ikora, einer bemerkenswerten Magierin aus den Nomadenanhöhen. Sie ist wohl nicht mehr am Leben, aber wir könnten ihren schwarzen Kessel benutzen, um eine Alchemietisch zu bauen. Emily Frey kann dir mehr darüber erzählen. Und auch bei ihm könnten wir was herstellen. Okay, die Rüstung des Kräuterkundlers quasi. Interessant. So, dann hat nur noch unsere liebe Jägerin was für uns. Hör mal, ich muss eine Gerbereistation bauen, um Felle zu konservieren. Vielleicht hat ja jemand in den Nomadenanhöhen eine. Ich wette, das Konservieren von Fellen und Leder ist in diesen sonnenverwöhnten Ländern viel einfacher. Ohne diese Schneestürme, an die ich gewöhnt bin. Vielleicht haben Jäger aus der Gegend ein Rezept für eine Gerbereistation. Kannst du dich mal umhören? Kann ich machen. Ah, ich kann jetzt auch fossile Knochenpfeile machen. Dafür brauche ich fossile Knochen. Okay. Was gibt noch? Das Jägerset und das Scharfschützenset. Was hat sie denn jetzt schon wieder? Ikora. Ja, ich kenne sie. Sie ist zurückhaltend. Meint, dass andere Leute ihr die Energie rauben. Ich denke, dass sie einsam ist, aber sie ist eine Meisterin, wenn es um das Brauen von Tränken geht. Sie hatte ihren Laden in Rauenblick. Rauenblick. Ich würde gerne mal ihre Arbeit bewundern. Angeblich kann sie mit Leichtigkeit jeden beliebigen Trank zaubern. So, dann nochmal zum Zimmermann. Lustig, dass du fragst. Meine Tante Morvenna kannte diese furchterregende Jägerin. Groß wie ein Berg, Looper wurde sie genannt. Sie rang mit Wuka, zähmte Drachen und trank auch gern mal was. Tatsächlich hat sie einmal meine andere Tante, Dwin, die Ältere, im Vollrausch verprügelt. Pahaha. Dafür kam sie in den Rabenblick Bergfried. Soweit ich weiß, hat sie das Tageslicht nie wieder erblickt. Dann reparieren wir
Ein Flammenaltar habe ich jetzt auch schon gebaut und dann können wir ja eigentlich wieder in die Richtung hier hinten düsen. Und beziehungsweise ich wollte hier kurz hierher und das abreißen, das andere dann auch und dann düsen wir wieder durch die Säulen der Schöpfung und dann sehen wir uns, wenn ich dort einen Altar platziert habe. So Leute, ich bin jetzt wieder in dem Gebiet angekommen und ich habe mir ja hier das als Wegpunkt markiert. Jetzt sehe ich aber gerade, das ist wahrscheinlich im Jasma. Und eigentlich möchte ich gern tatsächlich die Dinger zuerst machen, die vielleicht nicht im Jasma sind. Das heißt, ich würde mal hier zu dieser Wuka-Begegnung düsen und dann auch gleich noch den Flammenaltar dort in der Nähe platzieren. Genau, und dann schauen wir mal, jetzt wird es auch schon wieder dunkel, das heißt, wir können ja eigentlich erstmal schlafen gehen. Und die tun uns ja eh nichts mehr, genauso wie die wilden Tiere. Das ist ultra praktisch, weil dann habe ich nichts zu kämpfen jetzt und wir können ein bisschen erkunden gehen. So, und in 200 Metern müssten wir ja dann auch schon da sein eigentlich. Ach ja, da vorne. Okidoki. Dann setzen wir uns jetzt den Flammenaltar hier noch hin. Einfach so. Und düsen kurz heim, bevor wir es erkunden und schlafen eine Runde. So, und frisch ausgeruht geht's jetzt gleich weiter im Text. Jetzt gucken wir mal, was das hier für ein Örtchen ist und was man da so finden kann. Ob da wieder irgendwelche Blödmänner sind oder einfach mal nicht. Okay, also hier ist einfach nur Ruine. Die Türen sind cool. Och, hallo Ratte. Bist du süß oder was? Du greifst mich nicht mehr an. Oh, ein Dietrich brauchen wir. Was ist denn da? Ach, so ein Tiger. Komm ich da irgendwie rauf? Also ich glaube von hier nicht, ne? Okay, ja, was soll denn hier sein? Ist hier vielleicht was drunter? Schauen wir mal kurz rein. Eine Truhe oder so. Nee, ich denke nicht. Der Ratte, würdest du mich bitte rauslassen? Hallo? Guck, guck. Sag mal, sind die irgendwie doof oder was? Wie sie halt jetzt die Tür blockieren. Lasst mich doch durch. Also das gibt's doch nicht. Ja, ich habe mich durchgebuggt. Ach so, kann ich von hier vielleicht hoch? Nee, auch nicht. Okay. Dann müssen wir uns vielleicht einen anderen Weg suchen, wie hier. Dann schauen wir mal, ob hier irgendwas ist. Ja, na klar, eine Kiste und ein Irrlicht. Cool. Coolo Bambulo. Was haben wir hier hinten? Hier ist doch was hinter dem Regal. Ha. Ein besserer Heiltrank ist natürlich auch nie verkehrt. Aber was soll denn jetzt hier generell sein? Ah, da geht's. Denkt ihr, da geht's nochmal runter? Kann ja mal gucken. Ja, keine Ahnung, Leute. Geht's da runter oder tut's es nicht? Ja, gut, ich denke dann wahrscheinlich eher nicht, oder? Was ist denn hier? Ja, okay. Ja, keine Pläne. Oh, hier ist eine Treppe. Ha, witzig. So, was haben wir denn dann da hinten noch Schönes? Hier geht's in den Keller. Nehmen wir mal die Fackel. Wo haben wir sie denn? So, hier ist jemand beim Scheißen gestorben. Und hier haben wir eine Kiste. Natürlich. Trank der Brut. Ist hier sonst irgendwas Geheimes? Nö.
Ach so, das war aber natürlich auch noch nicht das, wo ich eigentlich hin musste. Jetzt haben wir hier den Schrein der Flamme. Dann gehen wir doch mal kurz dorthin, bevor wir dann in die andere Richtung düsen, damit wir den nicht vergessen. Hier, Standort oben. Okay. Wie komme ich dahin? Wahrscheinlich über diese Gerüste hier. Oder? Ja, aber da muss ich doch. Was ist denn das hier? Ist nix, oder wie? Nee, tatsächlich nicht. Oh, hier haben wir auch noch jetzt plötzlich ein Fragezeichen. Ich frage mich ja bloß aber, wie ich da hochkomme. Wenn ich das wüsste. Okay, dann rennen wir halt einfach mal hier so drumrum. Irgendwo wird er wohl einen Weg darauf führen. Vielleicht ich. Hier. Aha. Oh, was haben wir denn hier für ein Zeichen? Das Zeichen des Bösen. Ja, genau da sollen wir hin. Rabenblick Bergfried. Ach, das ist da, wo die Alte eingesperrt war. Okay. Hallo? Ist wer zu Hause? Oh ja, wir machen wieder zu, weil da sind nämlich ganz viele zu Hause. Haha. Ich habe aber hier gesehen, dass ich hier auch rein kann. Ah, und da kommen sie ja schon wieder alle. Mann, ich hasse euch so sehr. Kannst du mich please in Ruhe lassen? Natürlich treffe ich ihn nicht. Ah, es geht so halb. Solange er da feststeckt, ist nicht schlecht. Noch einmal. Gut. Okay, dann ist er auf jeden Fall schon mal dem Erdboden gleich gemacht. Dann war doch hier aber noch irgendeiner. Ah ja, da. Easy peasy. Da ist. Ups. Was bist du eigentlich? Ach, ein Köter. Und von da oben schießt auch einer. Beziehungsweise von da unten jetzt. Sehr schön. Dann nehmen wir die auch noch mit. Oh, hier können wir reparieren. Das machen wir gleich mal. Aber eigentlich wollte ich ihn plündern. Ja, was haben wir denn jetzt hier Feines? Hier können wir mal hoch. Aber hier scheint nichts zu sein. Ja, das war klar, aber ich komme wieder zurück. Hier kann man lang düsen. Da könnte man sich hochziehen. Ah. Protokoll des Rabenblick Bergfrieds, Tag 147. Anzahl an Insassen 53. Heute gab es einen weiteren Aufstand. Insasse Lupa stachelt die anderen auf, hat dem Quartiermeister während des Essens ins Gesicht gespuckt, hinterließ ein Brandmal auf seiner Wange. Das Miasma kommt immer näher. Habe keine Ahnung, wie lang sich die Wachen diese Übergriffe noch gefallen lassen werden. Also Lupa, Lupa. Ungeheuerlich. Okay, dann haben wir das gelesen. Dann können wir, glaube ich, eigentlich runter und hier hinten lang, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Was war denn das für ein Geräusch? Ach so, nee, da muss ich wieder irgendwo irgendwas finden. Na klar, und es ist wieder dunkel wie ein Bärenarsch. Ich glaube, ich möchte lieber Nahkampf machen. Und ein Irrlichtchen anmachen. Sicher ist sicher. Okay, hier ist ein Knöpfchen. Da ist ein Böserchen. Komm her.
Da war ein Böserchen. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube, hier war einfach nur der Knopf. Hier ist noch zum Durchsuchen was. Die Fenster sind irgendwie cool. Das sind so Doppelfenster. Und dann gucken wir doch mal. Hier kommt man durch. Oh. Ja, genau. Kommst du rauf? Ja, hampelt's halt nicht so immer dumm, ich sag's euch. Ja, genau, und dann halt wieder wegrennen. Bist du deppert? Ja, endlich. So, wo ist jetzt der andere Affe hin? Hallo? Naja, wir gucken mal in die Kiste und finden einen Verband, einen gereinigten sogar. Immer diese Aufständler. Gut, sind wir hier fertig. Hier drin waren wir schon. Dann einmal this way. Oh Gott, was wartet denn hier wieder auf uns? I don't like it. Kundadungdadung. Ich schlag alles kurz und klein. Oh. So. Erstmal verbinden. Dann plündern wir die alle. So. Wo sind wir jetzt hier eigentlich gelandet? Essen müsste ich. Genau. Okay. Dann nehmen wir eine Waffe. Hier sind wir reingekommen. Dann können wir hier wieder irgendwas aufmachen. Und dann ist natürlich auch wieder einer. Was ist denn hier, was so besonders wäre? Ja, nichts, oder? Das kann auch nicht weggeschoben werden. Tja. Dann weiß ich nicht, was er hier für einen Aufstand betrieben hat. Hier hinten haben wir auch noch mal so eine. Und hier ist zum Glück keiner drin, aber dafür das Knöpfchen. Sehr schön. Dann wehrt die Tür hier nämlich auf. Und hier sind die ganzen Dinger. Hier ist ein Knast im Knast. Mit einer Leiche dahinter, okay. Eine Zelle in der Zelle, meine ich natürlich. Hier ist wieder ein Knopf. Da hinten ist eine Kiste, die schauen wir uns gleich an. Hier können wir nämlich auch noch was durchsuchen. Okay. Dann einmal in die Richtung. Was ist hier? Nix. Dann schauen wir in die Kiste. Oh, schicke Steinblöcke. Geilo. Geilomat. Dann wird es wohl bald mal wieder Zeit für eine neue Umbaufolge, oder was meint ihr? Was ist denn jetzt da drunter oder hier oben noch? Ah, hier sind auch so viele Zellen. Ich
Ich werde zu dir gelangen, Lupa. Ich konnte nicht länger warten. Mit angehaltetem Atem reiste ich zum Umbra-Krater, um mich dem Auftraggeber zu stellen. Nachdem er Bekanntschaft mit meinem Messer machte, sagte er mir, dass du vom Regen in die Traufe gekommen bist. Er sagte, dass du oben am Rabenblick Bergfried eingesperrt wurdest. Aber keine Sorge, sein Hals ist aufgeschlitzt, sein Körper bereits kalt. Er wird unsere Familie nicht mehr belästigen. Sie vergehen alle auf dieselbe Weise, Teile desselben Puzzles. Der Rabenblick Bergfried wird dich nicht lange halten, Schwester. Ich werde dich befreien. Gib Acht und warte, bis ich dich rette. Wir werden unsere Rache bekommen und dieses Land einen. Stets an deiner Seite Kendall Jenner oder wer? Oh, wen haben wir denn hier? Lupas Skalpierer. Uiuiui. Hier ist eine Falle. Ich bin nicht drauf reingefallen. So, und was ist hier? Haben sie jetzt hier irgendwie... Bin ich eigentlich schon fertig in dem Ding? Scheint irgendwie so. Ich denke nämlich, wenn ich hier lang gehe, dass ich wieder rauskomme. Ja, genau. Dann ist das hier ja wohl erledigt, oder? Okay, dann werden wir jetzt das als Wegpunkt nehmen und... das hier sammeln. Wo war denn jetzt der Ausgang? Bin ich jetzt schon wieder deppert? Da oben, gell? Ach, hier ist aber eine Kiste. Kettenstäbchen. Gucken wir mal, wo wir da jetzt rauskommen. Ah, da. Sehr schön. Ruhm für Mutter Lupa. Wir haben die Mauer durchbrochen. Lupa hat einfach den Stein zertrümmert. Und hinter dem Schutt befand sich tatsächlich eine Höhle. Wir fanden uns sofort unter ein paar Wuka, aber die Mutter hat sie in ihrer blinden Wut beinahe lebendig gehäutet. Sie kann jede Bestie zähmen, wie sie kuschen und vor ihrer Gnadenlosigkeit erstarren. Aber hier werden wir nicht aufhören, die Welt gehört uns. Der Rabenblick Bergfried ist erst der Anfang. Die Schwester von Lupa wird sich Surats Rast annehmen, während wir uns ein eigenes Versteck bauen, das selbst den Umbra-Krater überstrahlen wird. Ehre der großen Mutter Lupa. So, und wir müssen jetzt uns also hier rüberschlängeln, damit wir dorthin kommen. Correcto mundo. Was ist denn, wenn ich das aber nicht möchte? Ich möchte da hoch und rüber laufen. Heidewitzka. Ich wusste es so hart, dass ich da nicht hochkomme. Mann. Blöde Schmettekake. Kein Problem für Bergbaumeisterin Luni. Buddelt sich nämlich einfach durch. Oh, Kalkstein finde ich sogar hier. Gut. So, und wie komme ich jetzt hier raus? Ha. Ah, da. Einwandfreie Sache. Schrein der Flamme. Und drei Funken hat es sogar gegeben. Krass. Gut, also haben wir den ja quasi jetzt auch. Ja, wohin düsen wir denn jetzt? Hier? Oder doch dort? Schwierige Frage. Vielleicht dann doch erstmal hier runter. Machen wir einfach mal. Düsen wir hier am Berg entlang. Muss dann auch gleich mal wieder was essen und trinken. Was ist denn das geradeaus eigentlich? Ach, das ist dieses... Ja, okay, aber wenn es schon so nah ist... Machen wir halt das zuerst. Aber ich habe Angst, dass da Gegner sind. Deswegen schnell snacken mal ein bisschen was. Shit, ich habe kein Fleisch mehr. Das ist belastend. Was ist hier? What is this, honey? Hey, und ich habe auch keine Bomben mehr, oder was? Tatsache, was ist denn das? Ach, ein Bronzepfeil habe ich gefunden. Okay. Naja, das ist jetzt wieder blöd. Weil wie ihr seht, ist hier natürlich eindeutig wieder irgendwas, wo es wieder in den Keller runtergeht. So. Buddeln wir uns halt hier mal kurz rein. Okay, und ich habe es geschafft, mich durchzuwurschteln.
Und jetzt haben wir hier natürlich wieder so eins dieser blöden Gräber, auf die ich gerade schon wieder gar keinen Bock habe, weil ich eigentlich das andere machen wollte. Aber man findet immer wieder irgendwas anderes, ne? Ist so. Nee, 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 wir gehen links. Wir gehen links. Gut, dass die Spinnen uns in Ruhe lassen. Außerdem ist das immer so verspult hier drin. Hier öffnen. Mana Tranky. Okay, da geht's nicht lang. Da müssen wir hier lang. Einfach hier auf der Seite lang. Oh, hier ist das Ziel. Was haben wir drin? Flammenschild. Coole Sache. Coolo Bambulo. Und hier so. Gereinigter Verband. Das ist da. Nischt. Hier kommt man wahrscheinlich wieder zurück, oder? Ah ja, okay. Ja gut, dann haben wir den Keller geschafft und gehen jetzt dann tatsächlich darauf. Und da sind Wukas, aber die tun uns ja nichts. Deswegen, hi Leute. Danke, dass ich da sein darf. Würden Sie mich bitte durchlassen? Danke, ich bin Ihnen sehr verbunden. Danke, danke. So, und hier müssten wir irgendwas finden, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ich krieg gleich einen Drehwurm. So, einmal rauf mit dir. Ja, sag mal, wie weit denn noch? Miasma Überlebenstrank, Mana-Trank und Trank der Brut. Ach, das ist doch wieder nicht das, wo wir hin müssen. Das ist dort unten. Okay. Dann also einmal nach da unten. Hier. Dum-dum-dum. Oh, hier sind ja wieder böse Menschen. Damit habe ich nicht gerechnet. Wo bist du? Kommst du da hoch? Nein, oder? Ihr seid so hässlich. So blöd. Ich brauche mal mein Dingsi-Dingsi. Wo ist denn der andere jetzt? Hier ist nichts. Man würde denken, dass Königin Jasmina mit ein wenig Stil reisen würde. Mit Klasse, richtig? Ganz luxuriös. Mit Elixier und Wein, nicht wahr? Aber hier ist nichts. Nur Malfarben und Kissen. Pah. Wenigstens habe ich einen Almanach der Pflanzen und Setzlinge in Jasminas Zelt gefunden. Ich werde einfach so tun, als hätte es keine anderen Schätze gegeben, wenn Simon nachfragt. Ich hoffe, ich kann den Knacker hinters Licht führen. Ziemlich scharfsinnig, dieser Kerl. Abgesehen von meinen privaten kleinen Schätzchen gibt es kaum etwas, was man für Surats Rast gebrauchen könnte, außer vielleicht die getrockneten Yucca-Frucht. Aber erzählt das nicht Mutter Candle, das ist meine. Na gut. An meine geliebte Königin, deine Haut, olivbraun und zart wie eine Wüstenrosenknospe, deine Stimme, ein sanftes Beben, ein warmer Hauch im Sommerregen. Immer ein liebliches Sonett auf deinen Lippen. Mein Herz blüht auf, wenn ich dich sehe. Ich möchte an deiner Seite sein, deine Fußspuren neben meinen im Sand sehen, den heißen Wind der Dünen spüren und mit dir tanzen. Das ist alles, was ich mir wünsche, Emily. Rauch am Horizont. Ein verheerendes Feuer lodert auf den Dächern von Surats Rast. Wir waren zu spät. Sie kamen vom Rabenblick Bergfried geflüchtet. Jetzt ist Surats Rast ein Scheiterhaufen des Wahnsinns. Einfach fürchterlich würde. Was würde Mama tun? Sie würde losziehen, bevor die Sonne aufgeht, alles Gepäck hinter sich lassen, schnell und leise mit dem Wind im Rücken. Die Straße zur Glut ist eine gefährliche, wir müssen los. Bla 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 bla. Ja. Schön mit Ö. Und da ist noch eine Kiste. Wo ist denn mein Heiltrank?
So, jetzt. Ach Mann, wieso muss mich jetzt dieser dumme Hund auch so langweilen? So, ich brauche die Kiste und diesen Köter weg. So. Teerbogen. Haben wir das also auch erledigt? Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, dass wir den Part an der Stelle beenden. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Und in dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns im nächsten Part. Bye!